Moin Moin heute im Blick Gold, Euro, Schweizer Franken und das vor kurzem schon mal angesprochene Währungspaar Euro norwegische Krone. Letzteres habe ich auch so ein bisschen ja mit edukativen Charakter heute so ein bisschen mit auf der Uhr wegen der Ausdehnung der korrektiven oder des korrektiven Musters. Da schauen wir mal rein. Long ist dort noch lange nicht vom Tisch, aber wir sehen ja auch einfach mal Warum ich mir das zur Aufgabe gemacht habe, bei den Trades, die ich für mein eigenes Portfolio auch trade, gerne auch auf die Bestätigung des Marktes zu warten. Das sehen wir an, an diesem Beispiel bei Euro-Norwegische Krone sehr, sehr schön. Das gucken wir uns an und natürlich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, wer mag und hier live zuschaut auf Zoom oder auch auf Facebook, einfach rein in die Chats mit den Fragen und dann kann ich gerne das ein oder andere Währungspaar. Den Rohstoff oder den Index hier an dieser Stelle mit besprechen. <laughs> das ist so klasse. Wir haben auf Facebook weiterhin das Battleware. Erstes Dank übrigens für die Tonbestätigung. Das freut mich sehr. Ich hoffe, Zoom sieht mich auch gut und hört mich gut. Das wäre nett, wenn ich da einfach mal einen kurz hier, naja, ich kann ja schlecht Sachen Daumen nach oben. Das geht ja in Zoom nicht, aber wenigstens eine kurze Info, dass alles passt. Das würde mich sehr freuen. Ein bisschen beruhigen. Das passt gut. Also machen wir weiter hier mit dem, was wichtig ist. Zunächst natürlich im Vorfeld wie immer der Risikohinweis bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das ist wichtig. Deswegen fertig damit. Also haben wir und ja, wir machen weiter mit den Nachrichten. Wir sehen es an den Nachrichten so richtig viel ist nachrichtentechnisch jetzt nicht los. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Manche Nachrichten sind einfach nicht planbar. Und das ist momentan alles, was mit Covid-19 zu tun hat. Das ist momentan alles, was irgendwo mit dem Brexit zu tun hat. Und das ist momentan alles, was in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Wahlkampf in den USA zu tun hat. Und gerade bei letzterem ähm, geht es ja momentan auch wieder um das Thema Wirtschaftspaket. Und da wird es immer äh, ja wahrscheinlicher, dass die Wirtschaftspakete erst nach der Wahl kommen. Und wenn man da mal so ein bisschen hinschaut äh, zwischen Demokraten und Republikanern, da gibt es schon massive, äh, sag ich mal, Unterschiede. Seitens der Pakete, die geschürt werden sollen. Also, ich bin gespannt, was der Markt dort entscheidet. Die Vorfreude ähm, könnte hier noch zu einiges an Kursschüben sorgen, aber momentan ist eher etwas Verhalten wegen auch dem Thema äh, Corona. Das nimmt nämlich ganz schön wieder die Stellung in den vorderen Rängen der Wichtigkeit an den Märkten an. Und da muss man immer so ein bisschen drauf schauen. Was da wird. Ihr seht es ja bei unseren Nachbarn ähm, in Frankreich zum Beispiel Ausgangssperren, Pubs müssen wieder schließen. Das ist ein Thema, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Thema, das belastet natürlich auch die deutsche Wirtschaft. Thema DAX, ne? das ist ein schwieriges Thema, gerade auch für die Unternehmen äh, im Hotel- und Gastgewerbe ist das Thema sehr, sehr schwierig. Und das, da kann man drehen äh, und wie man will, so richtig äh, führt da keine perfekte Lösung hin. Was man dort hat, Beherbergungsverbote werden ja momentan auch ziemlich stark miteinander diskutiert. Das sind alles so Themen, die belasten natürlich auch die Märkte. Und das ganze Thema vereint jetzt noch mit den gestrigen Meldungen zu den Wirtschaftsprognosen für Deutschland, zu dem Rückgang äh, der Wirtschaft. Äh, da liegt die IWF mit äh, über 6 oder um die 6% äh, Schrumpfung, ja noch über dem, äh, was wir hier bei uns in Deutschland haben. Da wird kommen, ein bisschen über 5,4 Prozent Rückgang äh, auch erwartet. Wir werden sehen, wo es rauskommt. Das Gute ist, aber dass man ab dem nächsten Jahr wieder etwas optimistischer ist, gerade wegen dem Thema Impfstoff. Und die Impfstoffe spielen ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also wir sehen, es gibt eine Menge Themen, die die Märkte beschäftigen. Wenig davon ist vorhersehbar. Ähm, das heißt, wir müssen uns schön an das halten, was in den Charts gespielt wird. Und dazu sind wir ja jeden Morgen hier auch zusammen, um das Ganze zu beleuchten. Kommen wir. Zu den Terminen für den heutigen Tag. Wir sehen es. Wir bekommen heute im laufenden Tage die Herbstprognose ähm, aus Großbritannien. Na, das ist ein wichtiges Thema, weil dort auch darüber gesprochen wird, wie sich die Wirtschaft entwickelt zum Thema Corona. Und ich gehe auch mal davon aus, dass da auch so ein bisschen was äh, zum Thema Brexit mit zum Vorschein kommt. Das ist übrigens auch ein Thema heute im Laufe des Tages. Ähm, die äh, EU ist ja am Beraten zu diesem Thema. Da wird es auch Informationen zu geben. Da steht das Thema Brexit auf der Uhr, also die aktuellen Brexit-Verhandlungen und natürlich Bekämpfung ähm, der Covid-19-Ausbreitung, also auch das wichtige Faktoren. 14.30 Uhr gibt es in den USA dann die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, den New York Empire State Herstellungsindex und den philly herstellungsindex also zwei wichtige Teile hier an dieser Stelle für ähm, die wichtige oder beziehungsweise den großen, großen Part im herstellenden ähm, Gewerbe in den USA. philly ähm, gibt es auch noch mit der Beschäftigung für Oktober und wir kriegen dann um 17 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. 18 Uhr gibt es da noch eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde. Und da wissen wir ja auch, dass das Thema immer gute Auswirkungen auf den Euro haben kann. Das heißt, da sollte man auch so ein bisschen das Währungspaar Euro-US-Dollar mit auf der Uhr haben. Das dazu und damit würde ich sagen, gehen wir weiter in die Charts. Das Ganze natürlich wie immer hier im Video mit großem Bild, damit wir die Charts schön sehen können. Und wir starten mal hier mit dem Thema, mit dem großen Thema und zwar mit dem Thema Gold. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn ich hier in diesem Chart mal was suchen muss, was nicht glänzt, ist das momentan ganz klar die Marke von 1900 US-Dollar für die Feinunze Gold. Was ist das für ein Gerangel darum? Wir sehen es hier. Ich mache mal kurz die Markierung an. 1900. Das ist hier der Bereich hier unten, wo wir uns momentan drehen. Schaut, ich markiere es mal ganz kurz noch hier. Dieses Ding in diesem Bereich. Da geht momentan einfach nichts richtig in irgendeine Richtung. Aber wir haben natürlich Trading-Chancen. Ja? Und die Trading-Chancen können ja, und müssen wir in irgendeiner Weise auch suchen. Es kommt nur immer darauf an. Auf welchen Horizont man sich bezieht. Wir hatten äh, diesen Chart vor kurzem schon besprochen und zwar hier das Thema Ausbruch aus dieser Dreiecksformation, die wir hier haben. Ich mache es mal kurz, äh, ein bisschen äh, so in diese Richtung. Jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Die Dreiecksformation ist schon da. Wir sind hier ähm, in einer Situation verortet, wo wir fallende Hochs haben. Jetzt sind wir plötzlich hier oben drüber ausgestiegen, oben drüber rausgelaufen, ähm, haben uns hier oben bei 1933 hier in diesem Widerstandslevel den Kopf gestoßen in Gold und zack ging es schon wieder runter. Wo ging es hin? Ins Dreieck zurück, ja, aber wieder mal um die Marke von 1900 US-Dollar. So, und das ist jetzt der Punkt, wo man wirklich ähm, sich hinschauen muss und sagt: Okay. Was könnte jetzt kurzfristig passieren? Mittelfristig ist das Bild, wenn wir über das Dreieck weiter nachhaltig laufen sollten, haben wir schon die Chance, deutlich weiter nach oben zu laufen. Ob das jetzt schon passiert oder ob das eher auch in Richtung nach dem Wahlkampf klein wird, weil ich denke mal, wenn die großen Wirtschaftspakete dann kommen, wird das auch Einfluss auf den US-Dollar haben. Und wenn der wieder schwächer wird ähm, durch diese massive Geldflut, die dort kommen oder erwartet wird, sagen wir es mal so, ähm, dann haben wir schon die Chance, einen guten Aufwind hier oben zu bekommen. Aber. Soweit ist es jetzt einfach noch nicht. Deswegen aktuell eher das Ganze im kurzfristigeren Bereich zu sehen. Das heißt, erst einmal hier im Bereich die 1900 US-Dollar Marke ist ein wichtiger Drehbereich. Oben würde ich mal sagen, momentan so ein bisschen das Widerstandslevel hier bei 1933. Und unten, unten müssen wir sehen, der Nahpunkt hier, 1873, das ist bezogen auf diesen kleinen Aufwärtstrend, den wir hier haben, ähm, das an dieser Stelle mal gezeigt. Also hier. Das ist der Aufwärtstrend, der hier momentan untergeordnet läuft. Der kann aber eine kurzfristige Richtung vorgeben. Ähm, da wären wir halt, wenn wir hier drunter fallen, eher wieder in der Short-Richtung definitiv unterwegs. Da Kommen wir auch gleich noch mit dazu, was für dieses Argument sprechen kann. Ähm, und dann natürlich hier unten dieser Bereich 1900, äh, 1849 ähm, US-Dollar. Das ist das Zwischentief, was wir hier unten im September gesehen haben. Das sind wichtige Marker, die wir hier auf der Uhr haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an mit Blick auf diesen grün markierten Trend, der hier nach oben geht, weil. Da sehen wir das Ganze schön nach oben laufen. Ich mache mal kurz den höheren Zeitrahmen raus hier. Und wir sehen an dieser Stelle allerdings auch, dass der Markt momentan hier korrigiert. Ja, und da ist halt jetzt der wichtige Punkt gegeben, wo geht es weiter, wo können wir ranlaufen. Und da nehme ich wieder mal mein bekanntes Zeichentool und schaut euch das mal an hier. Wir haben hier den Trend nach oben laufen. Das ist das, was wir sehen. Das ist der Ausbruch auch oben raus. Ähm, und wir korrigieren jetzt die Beweg den letzten Bewegungsarm auch wieder trendig. Ne? Trends innerhalb dieses Aufwärtsschubs untergeordnet sind hier an der Tagesordnung. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wo läuft es denn hin? Denn, wenn wir uns das Bild mal kurz anschauen wollen, hier sehen wir schon ganz klar eins geschrieben. Wenn das passiert, hier, das war der erste Schub nach unten, die Korrektur, Sollten wir hier drunter fallen, unter dieses Level hier, um die Marke von 1882,50, das ist das Tief hier unten, dann haben wir in der Stunde einen richtungsweisenden Abwärtstrend, der dann gar nicht mehr so weit entfernt ist von diesem Level hier unten, die Marke von 1873. Und wenn wir da runterfallen, ja, dann sind die, äh, die bullischen Szenarien in Bezug auf diese abfallende Trendlage erstmal endgültig vom Tisch. Ne? Dann ist Feierabend, Ende Allende, dann ist dieser Markt komplett raus. Dann haben wir in der Stunde wieder Richtungsführend den Abwärtstrend auch laufen. Und das ist dann der Punkt, wo wir uns definitiv hier in diesem, sage ich mal, doppelt angetesteten Bereich bei um die 1849 US-Dollar wiederfinden. Das sind die Marker, die wir hier durchaus sehen. Und das Ganze wird dann richtig in Fahrt kommen, zumindest aus technischer Sicht. Ja, wir wissen ja nie, ob dort wirklich Orders liegen, aber zumindest das, was wir planen können, wenn wir hier unten drunter fallen unter 1882,50 und dann haben wir nämlich den Abwärtstrend im vier-Stunden-Bild. Ja, und das ist dann genau der Punkt, den wir hier sehen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben kurz an in der kleineren Zeiteinheit. Zuvor allerdings noch ein kleiner Hinweis, der sei mir hier bitte gestattet. Wenn das passiert, schaut es wieder anders aus. Ja? Dann können wir uns zur Oberseite orientieren. Heißt also in diesem Punkt Oberseite, wenn man mal schaut, wo der Markt hier rumgedreht hat. Das war genau, schaut mal dieses Level hier wo wir hier drüben kurz den Zacker nach unten hatten, die Korrektur nach oben und dann den Schub nach unten. Das ist übrigens hier auch ein Level gewesen, das hatte hier drüben immer mal schon Bewandtnis. Das sehen wir wieder. Das wiederholt sich alles, diese Marker. Gerade in diesem kurzfristigen Bereich kann man schön darauf setzen und gucken, was los ist. Und wenn wir hier so dynamische Aufschubbewegungen bekommen, das ist gerade für die kurzfristigen Trader interessant und wir sehen dann die Umkehr, das wäre sehr, sehr wichtig, um das Ganze hier als Abprallszenarien auch zu traden, das Ganze auch selbst zu entwickeln. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im kleineren Chart an. Und da sehen wir nämlich das Bild. Moment, ich gehe nochmal kurz in den 4-Stunden-Chart, ähm, worauf es mir hier an dieser Stelle ankommt. Und zwar hier ist das. Also hier war der Abschub nach unten. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die Korrektur nach oben. So und das, was wir hier an diesem Punkt haben, und das ist das, was wir uns gleich in den fünf Minuten mal anschauen ist diese Aufwärtsbewegung hier. Und diese Aufwärtsbewegung sehen wir jetzt in den 15 Minuten hier an dieser Stelle verortet. Die Trends nehme ich raus. So, hier, schaut es euch an. Das ist der Aufwärtsschub, den wir hier hatten. Das hier unten ist jetzt der Gegenschub. Und wir reden jetzt wirklich über das ganz, ganz kurzfristige Bild, weil wenn wir uns die 15 Minuten mal anschauen, der trendet hier schon noch nach unten. Aber was wir halt ganz klar sehen, hier sind wir durch ein wichtiges Zwischenhoch durchgelaufen. Haben das hier unten nochmal angetestet und drehen jetzt wieder nach oben. Das ist jetzt die Chance, die wir tatsächlich haben, zur Oberseite raufzulaufen. Wenn wir es schaffen, hier oben drüber über dieses Hoch zu laufen, dann trennten die 15 Minuten nämlich schön nach oben weiter. Und das gibt uns dann die Chance, kurzfristig ranzulaufen. Und zwar, schaut es euch an, hier, das ist das kurzfristige. Ja, bitte, auf dem Weg zum alten Verkaufslevel oben: 1904 und die 60 und dann sind wir schon oben im Verkaufslevel zwischen 1910 und 1913. Das ist der Bereich erste Mal im kurzfristigen und das wäre dann durchaus auch der Weg, der gangbare Weg nach oben, wenn wir das bullische Bild zur Oberseite mit aufrecht erhalten wollen. Das heißt genau der Weg hier oben rein Richtung 1933 naja, bis 40 hier oben, wo dieses Schwunglevel ist, ja. Das die Oberseite. Aber kommt das nicht und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal eben kurz in den 15 Minuten an. Kommt das nicht, sondern fallen wir unten drunter ab und wir starten durch unter dieses Level hier. Also wir nehmen diesen Auffangbereich hier um die 1894, 95 raus. Das würde genau dafür sprechen, äh, dass wir hier wieder diesen Abwärtstrend haben. Also dass sich sozusagen das, was sich hier nach unten entwickelt hat, dann entsprechend fortsetzen, nach unten hin. Und dann können wir die Anlaufpunkte auf der Chart Unterseite suchen im Gold und die sind halt auch da, ne? Heißt also an dieser Stelle, wenn man das mal eben ganz kurz nehmen wollen, hier unten rein, wenn wir tatsächlich hier unten drunter fallen, ich mache die Marker mal kurz ein bisschen anders, dann haben wir die Chance die Unterseite anzulaufen. Also das heißt, das ist die Chance jetzt für die kurzfristig agierenden Trader für die Shortseite, ja, wenn es unten drunter durchfällt, dann bitte runter und dann sehen wir hier 1892 dann das Zwischentief hier unten 1882 und jetzt gehen wir noch mal in den 4 Stunden Bereich rein und machen das ein bisschen größer hier da sehen wir es nämlich wo es hingeht das ist der Weg nach unten hier rein an die Zwischentiefs an die Zwischenlos und wenn dann diese Marke hier unten auch noch wegfliegt, das ist das was ich vorhin gesagt habe, dann trendet der Markt auch im größeren Bild weiter nach unten und dann müssen wir die tieferen Level angehen. Nächster tiefer Anlaufpunkt 1873, das ist der Blick in Gold im großen wie im kleinen Bild, also einiges an Chancen an dieser Stelle, vielleicht löst sich der Goldpreis ja irgendwann einmal von der 1900 Dollar Mark. Und damit gehen wir hier zu den Währungen. Ähm, und ich komme zuerst zum Währungspaar Euro-Schweizer Franken. Wieder mal in dem Thema der aktuellen Trading Range. Heute allerdings, Leute, unter Seite. Ja, jetzt stehen wir nicht oben und wollen nach unten. Nein, jetzt stehen wir unten und wollen nach oben. Was haben wir wieder? Auch hier wiederholt sich das Spiel. Wie schon so oft in einer Range. Wenn es unten drunter geht, wird angelupft und dann geht es erstmal wieder so ein Stückchen hoch. Also der Bereich hier unten um die 1,0730 in etwa ist hart umkämpft und wir haben es gesehen, da gibt es genügend Marker, die wir unten haben, wo wir immer wieder nach oben reingelaufen sind. Nicht hier dran gelaufen, hochgegangen. Dran gelaufen, hochgelaufen. Dran gelaufen, hochgelaufen ja hier extrem kurzfristig natürlich gespiked und dann direkt nach oben, aber da war der Weg nach unten und jetzt ist die große Frage, was passiert hier? Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, weil wenn wir tatsächlich jetzt hier eine Abwärtsbestätigung bekommen, dann haben wir die Chance tiefer zu laufen und das müssen wir jetzt hier wirklich auf der Uhr haben, weil und das ist jetzt, das sind jetzt so die, ich sage ich mal so die Feinheiten, die Nuancen, die wir hier an dieser Stelle sehen. Da gibt es nämlich Unterschiede an den Testlevels. Und die müssen wir so ein bisschen auf der Uhr haben zum Thema, welche Chance hat denn der Ausbruch zur Unterseite. Ne? Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, wie das hier der Fall gewesen ist. Schaut mal, wir sind hier drunter gelaufen und dann direkt wieder hoch. Hier sind wir drunter gelaufen und dann direkt wieder hoch. Und selbst die Kerzen, wo wir drunter gelaufen sind, waren gleich wieder Kaufkerzen. Ne? So, was haben wir hier? Jetzt sind wir reingelaufen, drunter gelaufen, wieder hoch und gestern keine steigende Kerze, sondern eine fallende Kerze. Und das ist jetzt das Hochinteressante. Fallen wir unter das Tagestief von gestern, würde das im kurzfristigen Bereich den Abwärtsgang bestätigen, also den Ausbruch nach unten hin und das nächste Level, was wir dann im Auffangbereich hätten, kurzfristig erstmal hier, die Marke zwischen 10695 und 1071. Hier dieser Drehbereich. Das wäre ein erstes zartes Level, sage ich mal an dieser Stelle. Ja? Also, hier diesen Punkt Nummer 1. Und wenn der dann noch wegfliegt, dann ist erstmal Weg nach unten ziemlich weit frei. Dann haben wir hier diesen großen, naja, ich sag's mal, Drehschwungbereich, den ich hier unten hatte, wo wir hier schon einiges gesehen haben. Das ist die Marke von 1061. Der Weg ist offen und zwischendrin noch dieser Bereich, der hier mal. Ja, sag ich mal, ein Drehpunkt gewesen ist, als wir hier unten abgeprallt sind. Ähm, hier war ein Widerstand ein ganz, ganz hauchdünner. Da ist Dynamik reingekommen. 1,066,5. Ist noch viel Platz nach unten, aber wenn einmal ordentlich Schub nach unten reinkommt, wir haben es gesehen, was hier passieren kann, ne? dann kann das passieren. Und wenn, wenn man sich das Ganze jetzt mal hier auch in der Stunde anschaut, das, was wir hier unten haben, das ist schon eher ein bärisches Zeichen. Also das, was wir hier jetzt sehen, ist eine sehr, sehr tief laufende, äh, sage ich mal, korrektive Phase. Das heißt, nach diesem starken Schub nach unten kommt kein Kaufwille rein, sondern der Markt plätschert so ein bisschen hin und her. Und wenn wir da tatsächlich den Rutsch nach unten bekommen, das wäre dann die Bestätigung und dann könnte es relativ flott zur Unterseite gehen. Wir haben enge Absicherungslevel, das könnte hier an dieser Stelle durchaus interessant sein. So. Das wäre Lesen, Spurenlesen sozusagen im Euro-Schweizer-Franken. So, und dann gehen wir mal kurz zum Spurenlesen im Thema Euro-Norwegische Krone. Ich hatte das vor kurzem angekündigt, äh, wenn wir uns die Euro-Norwegische Krone mal ganz kurz hier anschauen wollen auf Wochenbasis. Hier sehen wir es. Wartet mal, ich mache es mal kurz ein bisschen größer. Wir haben jetzt hier am Supportbereich um die 10,43: 1, 2, 3, 4 steigende Wochen gesehen. Und jetzt sehen wir hier eins, zwei fallende Wochen. Hier könnte jetzt eine erste Umkehrwoche kommen. Ja? Das ist der Punkt. Wenn wir hier eine Umkehr bekommen, und zwar auch in diesem interessanten Level hier, was wir hier haben, ja, das ist rot, weil es ein Widerstandslevel war, aber da sind wir ja jetzt drüber. Heißt also, das mache ich mal eben grün. Im ganz, ganz großen Bild haben wir jetzt durchaus die Chance, wenn die Woche positiv wird, wenn. Das ist wichtig. Ich spreche hier mit Absicht einen sehr, sehr großen Zeitrahmen an. Da macht es keinen Sinn, jetzt nur den kleinsten Stundenchart zu betrachten, sondern wirklich mal das große Bild und die Chance hier. Dann ist das ein erstes Zeichen dafür, dass der Markt tatsächlich hoch möchte. So, das war die Grundaussage jetzt aus dem aktuellen Chart. Was wir bei der ersten Betrachtung dieses Charts gehabt haben, war folgendes. Ich zeichne das an dieser Stelle einfach mal ein. Schaut mal hier. Hier haben wir eine Korrektur in einer Art Flagge gehabt. Ne? Das war also das hier. Kurzen Augenblick. Hier. Das ist eine bullische Flagge. Wir haben hier auch den Ausbruch bekommen. Der war da. Der kam auch mit hoher Dynamik. Aber was hat gefehlt? Die Bestätigung. Ja? Das ist ganz klar. Und was wir jetzt an dieser Stelle einfach konstatieren müssen, ist die Tatsache, dass wir momentan auf Tagesbasis definitiv eins haben, nämlich einen validen Abwärtstrend und das, was wir hier momentan sehen, ist ganz klar, das ist die korrektive Phase innerhalb dieses Abwärtstrends. Das heißt, an dieser Stelle kommen jetzt wieder zwei, sag ich mal, Zeitrahmen zusammen, die Woche und der Tag und für die kurzfristigen Trader ist es jetzt interessant, ich weiß, Euronok kurzfristig ist immer so eine Sache, ich rede da nicht vom 5-Minuten-Chart, sondern eher auch vom Stundenchart, sollte es hier einen Ausbruch nach unten geben, könnte es durchaus passieren, dass wir nochmal flott in dieses Level hier unten reinlaufen. Also hier in dieses Unterstützungslevel, ja, ich sag mal knapp um die ähm, 10,77 bis 10,80 oben rein. Also wir sehen ja hier, das ist auch ein Schwankungsbereich, der ist wie immer nicht mit einem Punkt festlegbar, sondern das ist eine, ein Bereich ja, in etwa. Das ist der Supportbereich. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, was passiert. Und kurzfristig, wie schon gesagt, der Ausbruch unten drunter, der könnte interessant sein, noch einmal für einen Test. Und ein wichtiges Level, was wir hier oben haben, ist die Marke um die 11 norwegischen Kronen. Hier hatten wir das Zwischenhoch. Erst wenn wir dort drüber fliegen, wäre das das Ende dieses Abwärtstrends. Und der ist nur korrektiv, weil wir ja hier die Aufwärtsbewegung haben, die starke. Und das könnte dann reingehen in das Thema der großen Umkehr auf der Woche. Und das. Wollte ich jetzt einfach mal so rein informativ in die Sendung mit reinnehmen, dass man einfach schauen muss, selbst wenn so ein Ausbruchmuster hier nicht funktioniert, wenn der gesamte große Kontext immer noch der gleiche ist, legen wir uns einfach auf die Lauer und schauen uns das Ganze an, was hier an dieser Stelle passiert. Und dann können wir entsprechend die nächsten Handelsideen rausnehmen. Das zum Euro-Norwegische Krone. So, jetzt schaue ich mal kurz rein in die Fragen. Ja. Fragen gibt es und zwar britisches Pfund US-Dollar und britisches Pfund Austral-Dollar. Schauen wir uns sehr, sehr gerne an. Ein Thema noch, wir hatten gestern noch eine Frage äh, zu den gleitenden Durchschnitten. Bei den gleitenden Durchschnitten hatte ich gestern auch gesagt, das Thema nehmen wir morgen in den edukativen Teil mit rein. Das heißt, wir sprechen morgen mal äh, ja nicht über das Thema gleitender Durchschnitt. Ich glaube, jeder weiß, was ein gleitender Durchschnitt ist, sondern über die Bedeutung von gleitenden Durchschnitten, ähm, wenn die gekreuzt werden. Das war nämlich gestern die Frage, äh, was man da als, sage ich mal, Signale auch mit ableiten kann. Und da sprechen wir morgen so ein bisschen im edukativen Part einfach mal drüber, ähm, dass man das Thema mal beleuchten wird. Das ist nicht ganz uninteressant in diesem Bereich. Ähm, häufig interessanter für die Indizes als für die Währungen, äh, weil die Zeiträume einfach andere sind in Teilen. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, es ist interessant. Deswegen schauen wir hier an dieser Stelle dann einfach einmal drauf. Kommen wir jetzt zu den Wunschmärkten. Starten wir durch hier. Das schiebe ich mal kurz beiseite hier. Erste Frage war: Das Cable, britisches Pfund, US-Dollar, sehen wir hier, tja, weiterhin verortet. Wir sehen es hier, wenn wir auf Tagesbasis schauen, äh, im Aufwärtstrend. Ja? Also, das ganz Kleine hier ist der Aufwärtstrend, aber wir sehen natürlich extreme Schwäche. M wenn wir uns diesen Tagesschart hier mal anschauen, dann sehen wir auch ganz klar, dass diese sehr, sehr hohen Schwankungsbreiten ähm, ja, schwierig sind, das Ganze nur auf dem Tageschart zu analysieren. Also, wenn ich solche Chartfenster sehe, äh, wo sozusagen ein, zwei Kerzen den gesamten vorhergehenden Bewegungsverlauf rausnehmen, korrigieren sozusagen, dann wird es für mich Zeit, dass wir in die kleineren Zeiteinheiten schauen. Und das machen wir jetzt hier einfach mal in der Stunde. Dann nehme ich das mal ganz kurz raus hier und in der Stunde, wenn wir das mal kurz zusammenraffen wollen, da sehen wir nämlich das, was wir auf Tagesbasis Aufwärtstrenden haben. Und das ist jetzt das interessante Bild, was wir hier bekommen, wo wir jetzt ganz genau drauf schauen müssen. Und zwar ist das die folgende, ähm, der folgende Fakt Nummer 1. Wir haben hier oben ein Widerstandslevel um die Marke von 137. Da hat sich der Markt hier mit Verlauf auf diesen kleinen Bereich oben ziemlich den Kopf gestoßen, ja, hier angelaufen, oben Fahrt runter, nochmal probiert und dann kam der ordentliche Schub zur Unterseite hin. Das war sozusagen die erste Reaktion darauf. So, dann sind wir hier wieder oben ran gelaufen, na, das ist jetzt hier der Stundenchart und trennten wieder nach unten und da muss man jetzt einfach ganz klar sagen, Leute, schaut euch das mal an. Hier, ich habe es mal einzeichen lassen. Der niedrigere Zeitrahmen, da ist alles gehämmert, gestochen, rot. Das heißt im größeren Bild, der Markt will hier aktuell nicht wirklich nach oben. Das ist das, was er uns anzeigt. Also hier der starke Schub nach unten. Diese hohe Wohler, der massive Schub nach oben und hier oben der nächste Abprall von der Oberseite. Ne? Also ich will es nochmal ganz kurz zeigen. Schaut euch das mal an. Dieses Level hier oben ist echt ein extremes Widerstandslevel, äh, wo wir immer wieder Verkäufe sehen. Und das nehmen wir erst raus, wenn wir wirklich oben drüber fliegen. Das heißt... Wenn wir hier die das bullische Szenario über diesen Widerstand hinweg traden wollen, müssen wir einfach oben raus. Das heißt, alles, was momentan auf die Long-Seite geht, ist eher erstmal kurzfristiger Natur, weil wir hier oben immer wieder uns den Kopf stoßen. Also hier gibt es auch noch kein, sage ich mal, fertiges Kontraktionsmuster, wo man sieht, dass sich diese starken Schübe etwas abflachen, muss, sondern wir haben hier den Knall nach unten, den Schub nach oben. Jetzt muss man erstmal sehen, was hier passiert. Also Rein aus der Erfahrung her gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass wir einfach hier oben drüber fliegen. Es sei denn, es gibt Bombennachrichten, ähm, dass wir hier äh, mit, durch diese richtig guten Nachrichten sozusagen den Markt nach oben bewegen ähm, und das Fund wieder deutlich stärker wird. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ansonsten sehen wir hier jetzt ganz klassisch einen Abwärtsschub, eine starke Gegenbewegung und jetzt wieder einen nach unten trendenden Markt. Und das ist ein wichtiges Level, was wir hier mit anbringen sollten, nämlich das, wo wir gerade verortet sind, dieses Schwunglevel hier, ne? das ist so ein bisschen ein Support um die Marke von 1,3014. Wir sehen es hier unten oder 1,301 und beziehungsweise, wenn man es mal etwas weiter ziehen möchte noch mit, können wir da ganz locker mal noch das Level um die 1,30 mit einfassen. Wenn dieses Level abverkauft wird, wir haben es gesehen, wir sind schon mal drunter gespiked. Hier im Kleinen läuft der Trend mittlerweile auch nach unten. Das ist so ein bisschen die Anzeige: hey, wir wollen nicht wirklich hoch. Wenn man es mal anschauen möchte, hier an dieser Stelle sieht man es ganz gut. hier. Seitdem wir oben abgeprallt sind, macht der Markt hier. Eher den Weg nach unten. Wir haben fallende Hochs, wir haben jetzt hier fallende Tiefs und solange, wie sich das Bild nicht umkehrt, bleibt es weiter auf der Unterseite. Das heißt, was wir jetzt noch machen, ist, wir schauen einfach mal, wenn wir die Unterseite tatsächlich beleuchten sollten, müssen wir uns jetzt mal für das kurzfristige Trading den kleinen Zeitrahmen anschauen. Da gehen wir mal eben kurz in die fünf Minuten rein und in den fünf Minuten sehen wir dann nämlich, was hier los ist. Also hier der Abwärtslauf, erst lange Zeit verharren sozusagen in der 1,30er-Zone. Und jetzt kommt es halt darauf an, was passiert. Im Kurzfristbereich, wir sehen es hier an dieser Stelle, haben wir wieder die Situation hier. Das ist jetzt die korrektive Phase, die wir hier haben. Und wenn die nach unten durchbrochen wird, ist das halt genau das, dass dieses Kursmuster nach unten rausgeht. Was ist wichtiger Marker für die Oberseite hin? Hier oben, wenn wir das Level rausnehmen, sind wir wieder stabiler über der 1,30. Das heißt, diese Gependelei nach oben hin wird wichtiger. Die Shortseite allerdings ist hier interessant, denn. Sobald der Markt hier unten drunter fällt, also die Abwärtsphase auf dem 5-Minuten-Chart nach unten wieder wegdreht, dann haben wir Anlaufpunkte. Und wenn wir mal sehen, wo wir jetzt hier gerade gedreht sind, ist das hier drüben auch ein wichtiges Drehlevel gewesen. Das heißt, den Bereich, den wir hier unten an dieser Stelle haben, der war dort sozusagen Widerstand und ist jetzt momentan so ein bisschen Unterstützung gewesen. Und wenn dann nach der 1.30 noch die nächste Unterstützung fällt. Dann ist der Weg nach unten halt da, geebnet und dann können wir sagen, wo geht es weiter hin. Und wie schon gesagt, wenn wir uns das mal im größeren Bild anschauen wollen, hier haben wir einen wichtigen Schwungbereich. Das ist die Marke von 1,29,4. Wir sehen es hier, war es Widerstand, hier sind wir drüber gelaufen, drunter gelaufen und dann ordentlich oben drüber. Und wenn wir uns dann so ein bisschen mal an den Zwischentiefs im 5-Minuten-Chart orientieren wollen, schaut, da haben wir eins hier, da haben wir eins hier und da haben wir eins hier unten. Also da gibt es eine Menge Punkte für die Kurzfrist-Trader, die anlaufbar sind. Die haben zum Teil nicht so hohe Relevanzen. Ja? Also bei den, bei den Zwischentiefs, die dort da sind, bitte immer auch schauen, wie hoch ist denn die Marktrelevanz. Ne? Und wenn jetzt so ein Zwischentief wie hier nur einmal ganz kurz angelupft wurde, bei 1,29675 hat das bei weitem nicht so eine hohe Relevanz, wie hier an dieser Stelle. Wo wir doch mehrfach draufgelaufen sind. Ich glaube, das kann man relativ schlecht erkennen. Jetzt kann man es besser erkennen. Schaut mal, hier sind wir nur einmal draufgelaufen. Hier sind wir mehrfach draufgelaufen. Und diese Mehrfachaufläufe haben immer eine größere Relevanz. Also hier die 1,29,485, die 1,29,24. Das sind wichtigere Marken als die, wo nur einmal angelaufen wurde. Und das können wir schön zur Planung nehmen. Das heißt, ich lösche jetzt einfach mal ganz kurz äh, die raus, die hier nicht ganz so relevant sind. Das heißt, die, die nur einmal angelaufen wurden, das sind diese Marker hier. So, beziehungsweise unten die 1,29 müssen wir mal noch drinnen lassen, weil wir wissen ja, 1,29 sind immer wichtige Marken. Das heißt, das was wir jetzt hier sehen, ist der Ausbruch aus der Korrektur und wenn jetzt hier wirklich die 1,29, 9,35 wegfliegt komplett, dann ist der Weg nach unten hin da. Und wie schon gesagt, der nächste, sage ich mal, größer planbare Anlaufpunkt wäre hier die 1,29, also es sieht momentan eher aus, als wenn das Cable mehr zur Unterseite hin tendiert als zur Oberseite. Das heißt, der Weg des leichteren Widerstands zumindest aus momentaner Sicht ist eher die Seite nach unten. Und dann schauen wir uns jetzt noch das Währungspaar was war es britischer Pfund Australdollar an, haben wir hier. Holger, mache ich sehr sehr gerne das Ganze mal kurz auf Tagesbasis gesehen und da sehen wir momentan dieses Währungspaar an einer wichtigen Stelle stehen. Nämlich hier diesen Drehbereich. Wartet mal, ich räume mal hier kurz den Chart ein bisschen auf. Sachen, die wir nicht brauchen, können wir hier locker rausnehmen. Ähm, was ein wichtiger Punkt wäre, wäre wirklich dieses Level hier. Hier oben sehen wir es. Da, wo wir gerade stehen, ähm, das ist aktuell ein Level, was eher in Richtung Widerstand geht. Weil wir sind hier immer wieder abgeprallt, kurz drüber, wieder drunter, dran, abgeprallt, dran, abgeprallt. Jetzt sind wir da. Nehmen wir diese Marke raus, dann haben wir echt gute Chancen, die Oberseite anzulaufen. Und das ist jetzt das Interessante im Kurzfristbereich. Wenn wir es nämlich rausnehmen, dann haben wir die Oberseite da. Und damit meine ich jetzt nicht diesen kleinen Lupfer hier oben an, eher die 1,83, sondern viel, viel interessanter ist der etwas höhere Bereich, nämlich der, wenn wir dieses Level hier tatsächlich rausnehmen, können wir uns hier oben orientieren an der 1.8. Naja, um die 84. Da ist ein schöner Weg hin und der wird momentan auch ein bisschen untermauert. Nämlich das, was wir hier sehen, ist dann ein trendender Markt nach oben. Ne? Und das wäre wichtig. Und wenn wir uns mal die Wichtigkeit von diesem Level hier oben anschauen, diesem Widerstandsbereich, das hier, dann sehen wir, das ist erst einmal der nächste Anlaufbereich hier oben, also 1,84, 1,84,5. Nummer 1. Und wenn der dann wegfliegt, dann können wir uns durchaus deutlich weiter hoch bewegen. Soweit ist es noch lange nicht, nur wir sehen hier, es gibt gute Anlaufpunkte auf der Oberseite und die sind durchaus von Interesse. Und das Ganze, diesen Ausbruchsversuch, wenn man sich den mal in den kleineren Zeiteinheiten anschaut, dann sieht man schon, welche Dynamik hier momentan von unten nach oben auch reinkommt. Das heißt, wenn wir uns das Chartbild mal anschauen, schaut euch das mal an. Wir haben hier durchaus einen schön nach oben laufenden Markt. Ne? Hier ging es nochmal etwas tiefer unten rein. Also da haben wir dieses Level rausgenommen, also das ist immer so ein bisschen ruppig und danach hier wieder neuer Aufwärtstrend nach oben hin, der ist schön am laufen. Hier bewegt sich es momentan auch nach oben und wie schon gesagt, Holger, wenn das nach oben weiterlaufen sollte, ja, wenn wir tatsächlich hier oben rauslaufen und nicht diesen schönen Trend, den wir hier hatten, wieder zusammenbrechen lassen, dann haben wir gute Chancen zur chart Oberseite. Prallen wir allerdings von hier oben ab, ja, das Thema ist ja nie vom Tisch, wir haben es ja hier drüben auch gesehen, was sich da entwickeln kann, dann müssen wir einfach mal schauen, im Sinne von diesem Aufwärtsschub, den wir jetzt hier haben, also das, was wir hier sozusagen sehen, dem nach oben, wenn wir uns das mal als aktuell kleine Richtung vorgeben, dann sehen wir hier, schau mal hier, da ist ein Bereich, der erste Anlaufbereich hier an dieser Stelle, an diesem, sage ich mal, ähm, Fortsetzungshoch hier. Das ist schon interessant, äh, dass da haben wir hier in diesem Bereich die Marke um die 1,81, 97 bis 1,82. Erstes Anlauflevel hier. Das wären Rücksetzer. Auch alles überhaupt kein Problem, wenn es bis dahin geht. Sollte es tiefer laufen, dann wird es interessant hier wäre noch ein Anlaufbereich und dann geht es rein mit Schmackes in die tiefe Korrektur und dann haben wir den nächsten Auffangbereich hier unten. Das muss man sehen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt, aber momentan sind wir oben am Widerstand verortet und wir haben hier wirklich mal wieder eine klasse Chance, einen Markt nach oben zu sehen und das wäre doch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Hier an dieser Stelle, britisches Fund, Australer, weitere Fragen. Sehe ich gerade nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann haben wir, wie immer Freitags, den großen Rundumblick um die Indizes. Wir checken nochmal die Nachrichten für die kommende Woche. Es gibt natürlich immer ein paar Handelsideen. Und wie ich schon sagt, morgen, edukativer Bereich, die Bedeutung äh, von gleitenden Durchschnitten und der Kreuzung dieser Durchschnitte. Das ist interessant fürs Trading. Da gibt es viele Handelssignale drauf. Deswegen machen wir uns das morgen früh mal zum Thema. Ich freue mich drauf, wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.